Viele der Überlebenden, die meisten lebten nach dem Krieg in Frankreich, durfte ich noch persönlich kennenlernen. Der Großteil dieser ca. 7000 Menschen kam nach 3 Jahren Bürgerkrieg und einer schrecklichen Zeit in den französischen Lagern im Jahre 1940 bis 1941 ins Konzentrationslager Mauthausen. Diese Menschen kamen aus den unterschiedlichsten Regionen Spaniens, vertraten die verschiedensten politischen, jedoch immer antifaschistischen Anschauungen. Sie wurden mit dem blauen Winkel der Staatenlosen gekennzeichnet. Wie Viktor in den Boxring stieg. 1942 war Viktor so verzweifelt, dass er beschloss, hinaus in den Draht zu gehen. Es wäre eine Erlösung gewesen. Aber er war zu schwach dazu. Das war auch die Zeit, in der er in den Ring stieg. Jeden Sonntag mussten sie auf dem Appellplatz einen Boxring aufbauen, die zum Gaudium der Wachmannschaften 2 Häftlinge gegeneinander hetzten. Ein Schwacher gegen einen Starken. Der Sieger bekam als Prämie den Napf 2-mal angefüllt. Viktor boxte gegen einen Polen, der erst 2 Monate im Lager war. Viktor verlor nach Punkten. Auf die Frage an meinen Vater, warum und wie er denn diesen Boxkampf gemacht hat, antwortete er mir: Ich habe gekratzt, gezwickt, gebissen wie ein Kind, aber ich wusste, ich hatte Chance auf etwas mehr Nahrung.